Heute Abend geht's wieder los. Ja. Ist für dich, gibt es bei der Berlinale so ein spezielles Kribbeln, was es nur hier gibt? Ich finde schon, also es ist erstmal ein akutes Kältegribbeln immer. Ja. wobei dieses Jahr fällt ja einigermaßen mild aus, aber ich stand ja auch schon mal Minusgraden in dünneren Stöffchen rum und das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, es ist, selbst wenn man keinen Film hier laufen hat, ist es einfach ein ganz anderes Gefühl als jetzt irgendeine Filmpremiere, weil es ist einfach das Festival mit den meisten Filmpremieren und es ist toll, so viele Kollegen zu sehen und es ist ganz aufregend, weil man immer nicht weiß, wie der Abend so verläuft und was so passiert und wen man so trifft. Das finde ich sehr, sehr kribbelig an der ganzen Berlinale, ja. Und wenn du selber sagst, du hast selber, wenn du hier einen Film laufen hast, der Unterschied zu einer normalen Filmpremiere, weil du einfach weißt, okay, hier sehen jetzt wirklich irgendwie alle. Also was ist da nochmal für dich ein Unterschied? Ja, es ist einfach so geballt. Ne? Es sind einfach in diesen 10 Tagen ist einfach so, so viel los. Das ist einfach eine Premiere von einem Film findet halt an 1 oder 2 Tagen statt und hier bist man halt die ganze Zeit irgendwie unterwegs, wenn man will. Mittlerweile bei uns auch, Magenta TV, du machst sehr viel TV auch selber, ist es ja so, dass du überhaupt gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt zu Hause sein musst, sondern dass du alles, was es irgendwie an Content gibt, auf einer Plattform findest. Wie findest du das, dass es eigentlich keine Ausreden mehr gibt, deine Filme sich anzuschauen oder nicht anzuschauen, um Gottes Willen? Also ich finde das natürlich einen totalen Luxus, dass das geht. Ich glaube aber nicht, dass man in irgendeinem, selbst wenn er noch so bequem ist, Homesessel, das Kinogefühl herzaubern kann. Deswegen finde ich, es muss da eine Koexistenz geben. Es muss beides möglich sein und es darf sich auch nicht irgendwie gegenseitig zu sehr in Konkurrenz sehen. Ich glaube, das ist auch nicht modern. Schaust du denn neben vielen Filmen im Kino, bist du trotzdem jemand, der auch zu Hause Serien schaut? Oder wie bist du eher so ein Binge-Watcher oder sagst du immer so Folge für Folge, schön filetiert? Ich habe für Binge-Watching eigentlich keine Zeit. Es ist mir aber schon 1-2 Mal passiert, ehrlich gesagt. Und das sind auch sehr schöne Tage, auch wenn man dann irgendwie so kastigen Augen dann den Tag verlässt. Aber ich versuche das wohl zu dosieren, nicht zu sehr mich da reinschlittern zu lassen. Aber es macht schon auch Spaß, mal so richtig durchzubingen. Ist schon cool. Hast du ein antizipiertes Highlight für dich zum Abschluss hier auf der Berlinale, wo du sagst, so, boah, da freue ich mich dieses Jahr am allermeisten drauf? Dürfen noch mehr als eins sein. Ich freue mich auf die Begegnungen, ich freue mich auf Berlin-Alexanderplatz ganz besonders. Ich freue mich aber auch auf Paula Bär in Undine. Ich freue mich auf die neuen Festivalleiter. Ich bin ganz gespannt, wie die das so angehen. Das ist natürlich ein schweres Erbe, aber ich finde es toll, dass es jetzt auch mal einen Wandel gibt und bin ganz gespannt, was mich da heute Abend erwartet. Dann hab einen ganz großartigen Abend. Dann sehen wir uns wahrscheinlich bei Berlin-Alexanderplatz spätestens auf der Party. Thank you.